Hallo, hier ist Stefan von lebenundforschen.de. Ich zeige dir, wie du mit 7-Zip ein Archiv nicht nur erstellst, sondern auch wirklich die Kompression richtig einstellst. Ich gehe mal davon aus, dass du 7-Zip schon hast. Wenn nicht, mit anderen Programmen ist es ja sicher ähnlich auch. Du nimmst also den Ordner. In Windows geht es so, rechte Taste, 7-Zip zu einem Archiv hinzufügen. Und das Wichtigste, was du dann machen musst, hier Ultra einstellen. Voreingestelltes Speichern, dann wird gar nichts komprimiert. Ultra. Und okay. Und schon geht's los. Ich kann noch mal in der Zwischenzeit hier reinschauen, wie so ein Unity-Spiel aussieht. Also da hast du hier die Exe-Datei, die eigentliche, die das Spiel startet. Hier könntest du es sofort speichern, starten, Entschuldigung. Hier sind die zwei anderen Dateien, die dazugehören. Und die zwei Ordner, vor allem hier oben, der große Ordner, wo deine ganzen Grafiken und Audios und so weiter mit drin abgespeichert sind. Gehen wir auf die obere Ebene wieder. Wir sehen auch hier das 7-Zip, wie weit das ist. Du siehst hier die Kompressionsrate, die ist 25% ungefähr. Das ist nicht, was es gespart hat, sondern die endgültige Größe. Also bei 25% hast du 75% Dateigröße weggespart. Und hier haben wir es schon. 31 Megabyte ist es noch groß, anstatt vorher 125 Megabyte. Das klappt aber eben nur, wenn du Ultra einstellst bei der